Du bist zurück. Was ist mit deiner Schulter? Na, tut etwas weh. Oder ziemlich. Was hast du gemacht? Ich habe Armdrücken mit Cotallo gemacht. Vielleicht war das keine so gute Idee. Ich wollte nur wissen, ob sein neuer Arm so stark ist, wie er aussieht. Anscheinend ist er das. Ich muss jetzt weiter. Okay, wir reden später. Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein. In eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Val und ich werden auch bei Gemini sein. Ich beschütze dich. Sobald wir Hephaestus haben, kommen wir hierher zurück. Die Zeniths werden uns nicht finden. Du musst keine Angst haben. Nein! Du kannst mich nicht beschützen. Niemand kann mich vor ihnen beschützen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Beta. Lass mich in Ruhe! Du verstehst nicht! Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Peter, du bist nicht kaputt. Peter, schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Thank you.
Du musst nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich geh mit. Du sagst, du willst mich beschützen. Ich glaub dir. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht. Wenn die Sinis uns finden, ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. Versprochen. Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Aloy, wenn du bereit bist, komm zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Wir bekämpfen jetzt Unsterbliche von den Sternen. Sieht so aus. Hey, ich wollte vorbeischauen, bevor ich nach Gemini gehe. Sicher, dass wir nicht eher nach dir schauen sollten? Was immer zwischen dir und Beta vorgefallen ist, klang anstrengend. Ich verurteile das nicht. Immer wenn Asher und ich gestritten haben, sind die Fetzen geflogen. Wir kommen von jetzt an, klar. Schön zu hören. Hat schon jemand was von deinem Bier getrunken? So mag den Geruch nicht. Ich habe Alva gefragt, aber sie weiß nicht, was einen Heben bedeutet. Und Varl darf nach der Siegesfeier in Meridian nicht in die Nähe davon kommen. Was ist mit Cotallo? Ah, der Mann kann was vertragen. Wir haben bestimmt ein halbes Fass platt gemacht und haben uns gut unterhalten. Glaube ich. Nachdem wir Hephaestus haben, kümmern wir uns um die Zeniths. Also... Schluss mit Lesen. So schlimm war es gar nicht. Nicht wirklich. Außerdem habe ich beim Lesen der ganzen Daten etwas erkannt. Die Soldaten, die die Pharaoh-Maschinen bekämpft haben, damit Gaia gebaut werden konnte. Keine Waffen der Welt hätten sie gerettet. Sie kämpften auf verlorenen Posten. Die meisten wussten das auch, wenn sie es nie gesagt haben. Und doch haben sie gekämpft. Sie haben den ganzen Eierköpfen, die die Zukunft retten wollten, Zeit verschafft. Unsere Zukunft. Solange ich das auch für dich tun kann, ist die Mission erfolgreich. Danke, Erend. Schön, dass du bei mir bist. Na gut, das reicht. Ich werde noch emotional. Ich sollte los. Ich auch. Muss mich auf mein Date mit einer Brutstätte vorbereiten. Aloy, alles in Ordnung mit dir und Beta? Klang, als hättet ihr beide lebhaft diskutiert. Wir hatten eine Menge zu bereden. Heißt das, dass sie mit uns nach Gemini kommt? Oh ja. Ich hoffe, du bist bereit, die sturste KI aller Zeiten zu beherrschen. Dafür ist das doch alles gewesen, oder? Hephaestus wird nicht kampflos untergehen. Hephaestus ist nur ein verirrtes Programm. Wir kämpfen um unser Überleben. Wenn du nervös bist, kann ich jederzeit die Göttin rufen. Witzig. Wie wirken alle auf dich? Besorgt aber. Bereit. Cotallo hat Alva wohl um Hilfe bei seinem Impulsgenerator gebeten. Und ich weiß, dass er ihr bei ein paar Kampftechniken hilft. Für alle Fälle. Ich hoffe, sie braucht sie nicht. Wie gesagt, für alle Fälle. Irgendwelche Funde, die du zeigen willst, bevor du gehst? Nicht wirklich. Doch ich habe mich entschieden. Oh. Wenn wir Gaia repariert haben, will ich zurück zu Denora. Verbreiten, was ich gelernt habe. Glaubst du, sie hören auf dich? Irgendwann. Das glaube ich.
Wenn es jemand schaffen kann, dann du, Val. Was ist mit dir und so, wenn du zurück ins Becken gehst? Ich hoffe, sie kommt mit. Wenigstens für eine Weile. Und ich gehe auch mit ihr nach Rheinklang. Sie möchte ihrem Volk bestimmt auch von all dem hier berichten. Wir finden einen Weg. Werdet ihr. Ich hoffe, das Abfeuern der Impulsgeneratoren reicht aus, um die Zeniths abzulenken. Es wird klappen. Es muss einfach. Immer optimistisch, hm? Nein, aber stur. Das muss man sein, wenn man es mit dir zu tun hat. Ja, stimmt. Du hattest recht, weißt du. Die Erinnerung an Ross zu begraben. Ich dachte wohl, er hält mich zurück, weil er wollte, dass ich eine Nora werde. In Wahrheit hat er mir viel gegeben. Er war einfach da. Er war ein guter Mann. Er hat dich gut erzogen. Ich bin froh, dass du mitkommst, Val. Sicher, dass du nicht ganz dringend allein wohin musst? Kein Wegrennen mehr. Hey, wir werden bald Hephaestus jagen. Alles klar mit dem Plan? Ich habe bereits die Position meiner Brutstätte. Gut. Ich hörte, du sprachst mit Beta. Das ging ja schnell. Es war nicht gerade ein leises Gespräch. Es gab ein paar Dinge, die gesagt werden mussten. Ohne Unkraut wächst eine gesunde Pflanze, wie die Otaru sagen. Du siehst aus, als hättest du was auf dem Herzen. Wir ziehen bald in den Krieg. Krieg wollte ich nach den roten Raubzügen eigentlich hinter mir lassen. Doch je mehr deiner Daten ich durchgehe, jede Stimme, die ich höre, jedes einzelne Wort, das ich aus der Vergangenheit lese, es lässt mich erkennen, wie viele ihr Leben gaben, damit unseres erblüht. Für diese Gabe zu kämpfen, ist unsere Verantwortung. Wenn wir scheitern, war alles umsonst. Es hilft, dass wir nicht allein sind. Einen Moment lang klangst du wie Val. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich sollte los. Sobald du nach Gemini aufbrechen willst, sag ich Bescheid. Ich hoffe, ich störe nicht. Überhaupt nicht. Ich habe gerade die Impulsgeneratorpläne studiert. Die Gaia und Beta gebaut haben? Die Handwerkskunst ist bemerkenswert. Ist alles in Ordnung? Es klang, als gäbe es ein Problem mit Beta und der Mission? Nicht mehr. Wir mussten nur ein paar Dinge besprechen. Einander zu verstehen heißt, die Wahrheit anzunehmen. Oh, und falls du kurz Zeit hast, ich könnte dabei etwas Hilfe gebrauchen. Hast du mit So gesprochen? Ein wenig. Aber ich habe vor kurzem gehört, wie sie mit Val gesungen hat. Sie haben es wohl nicht bemerkt. So schien dabei so frei zu sein. Als würde jede Emotion, die sie hatte, in der Musik aufgehen. Und deshalb sah sie glücklicher aus. Dagegen fühlte ich mich so geistlos und fahrig. Frag doch So, ob sie dich unterrichtet. In Otaru-Musik. Vielleicht. Wenn du etwas brauchst, bevor du zu den Brutstätten gehst. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Gaia hat deinen Plan detailliert erklärt, wie von so einer effizienten KI zu erwarten war. Ich habe sogar einige sehr, prägnante Kampftipps von Kotallo erhalten. Du weißt schon, falls die Zeniths kommen. Welche Art von Tipps? Er, riet mir abzuhauen. Fürs Erste. Wir verbessern unsere Chancen noch. Gibt es hier irgendwas Neues?
Kotalo hat mir den Plan für seinen neuen Arm gezeigt. Ich habe im Vermächtnis über Robotgliedmaße gelesen, hätte aber nie gedacht, selbst mal welche zu sehen. Technologie wie diese würde daheim wie ein Schatz gehütet. Denk nur, was ich damit für verletzte Arbeiter oder Soldaten tun könnte. Aber ich weiß, dass die kaiserliche Familie sie für andere Zwecke nutzen würde. Ihre eigenen. Um Körperteile zu ersetzen, wenn sie älter werden. Wie die Zeniths. Genau. Sind dir weitere Daten aufgefallen? Eigentlich alle. Ich muss so viele Dinge nachholen. Jahre, um genau zu sein. Ich interessiere mich besonders für die Odyssee. Wir wussten, die Ahnen waren auf dem Mond. Wir dachten sogar, dass sich viele dort niedergelassen hätten. Aber Sirius ist viel weiter entfernt. Und wir dachten, die Reise über den Ozean wäre eine übermenschliche Leistung. Allein die Berechnungen, die man für die Raumfahrt braucht. Schon der Gedanke ist überwältigend. Trotzdem, die Quen sind beim Verständnis solcher Dinge anderen Stämmen weit voraus. Wo ich aufwuchs, dachten alle, die Sterne seien Funken eines Feuers, das die Göttin entzündet hat, um uns durch die Nacht zu leiten. Muss seltsam sein, der Gedanke, dass einige Ahnen, die dein Stamm verehrt, noch am Leben sind. Hier auf der Erde, jetzt gerade. Das ist es. Ein Teil von mir würde gerne wissen, wer außer Eric Visser noch darunter sein könnte. Vielleicht Nikita Arant? Wir nennen sie den Funken. Das Vermächtnis lehrt uns, dass sie den Alten unbegrenzte Energie brachte. Oder Song Zhao, die wir die Heilerin nennen. Es heißt, sie habe neue Wege gefunden, die Lebensdauer der Ahnen zu verlängern. Doch meine Neugier nimmt ab, wenn ich bedenke, wie sich unser Bild von Visser, von der Realität, die du erlebt hast, unterschied. Vielleicht ist es besser, nicht zu wissen. Du meintest, du benötigst Hilfe bei etwas? Ja. Als ich Daten aus dem Treibhaus durchsah, stieß ich auf Hinweise auf ein System der alten Welt im großen Delta. Es nennt sich Leviathan. Meine Leute entdeckten es vor Jahren. Ein weitläufiges Netz aus Flusstoren und ein Labyrinth unterirdischer Tunnel. Das Vermächtnis verriet, dass die Alten es gegen Fluten nutzten. Aber wir bekamen es nicht in Betrieb. Das ganze Ding ist abgeschaltet. Aber die Daten aus dem Treibhaus erwähnen die Forschungsanlage, in der Leviathan geschaffen wurde. Sie ist in San Francisco. Noch eine Pharaoh-Anlage? Nein. Leviathan ist ein Projekt von Aileen Sasaki, einer anderen Ahnin. So lehrt es uns zumindest das Vermächtnis. Wenn wir die Daten beschaffen, können wir vielleicht das System im großen Delta reparieren. Jedes Jahr hat meine Schwester Angst, wenn die Regenzeit beginnt. Mit Leviathan braucht sie das vielleicht nicht. Okay. Wo genau in San Francisco steht die Anlage? Das ist es ja. Aus den Daten geht nicht hervor, wo genau. Aber einer unserer Wahrsager hat die Ruinen erkundet. Vielleicht weiß er's. Kommst du mit mir? Ich glaube, wo immer die Anlage steht... Also, du kannst Maschinen viel besser bekämpfen als ich. Natürlich. Ich gebe Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Danke, Aloy. Ich sollte los. Sprich mit Gaia, wenn du Fragen zu den Impulsgeneratoren hast. Möge dein Weg zur Wahrheit führen. Wie gesagt, ich gebe dir Bescheid, wenn ich in Landfall bin. Wir finden die Daten, die du brauchst. Ich danke dir. Aloy, geht's dir gut? Ich hatte ein kleines Problem mit Beta, aber es ist jetzt besser. Ah, das wundert mich nicht. Wirklich? Warum nicht? Ich kannte mal einen Krieger, der erst spät von seinem Bruder erfuhr. Das war ihm äußerst unangenehm. Kam er je darüber hinweg? Irgendwann. Aber erst, als die zwei Brüder sich in einem Kampf Mann gegen Mann fast umgebracht hätten. Ah, naja, wenigstens das habe ich vermieden. Bist du nervös wegen der kommenden Mission? Wenn ich überlebe, dann siegreich. In
wenn ich sterbe, dann im Kampf. Das Wichtigste ist, dass du dein Ziel erreichst. Ich gebe mir Mühe. Bist du bereit, all dein Training auf die Probe zu stellen? Ich bin ein Tenakt. Ich bin stets bereit. Die Leute sind bestimmt neugierig wegen deines neuen Arms. Besonders unsere Quen-Verbündete, glaub mir. Sie wollte ihn unbedingt zerlegen und rausfinden, wie er funktioniert. Ich gab ihr die Daten, die ich für den Bau benutzt habe. Und hoffe, dass ihre Neugierde jetzt gestillt ist. Viel Glück dabei. Ich sollte mich bereit machen. Ich warte auf deinen Befehl. Sei gegrüßt, Aloy. Hallo, Aloy. Hey, Gaia. Also, Beta und ich, du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Was Beta angeht. Ich habe nie den Unterschied zwischen uns gesehen. Bis heute. Sie hat so vieles durchgemacht. Völlig alleine. Ihr beide habt viel durchmachen müssen. Unterschiedlich in fast jedem Aspekt. Doch gleichermaßen bemerkenswert. Ich sehe euch gern als zwei Wunder an, die Elizabeth Sobek geboren hat. Dann sind wir drei. Vergessen wir nicht dich, Gaia. Als ich begann, deinen Weg zu suchen, dich zurückzubringen, hätte ich nie gedacht, wie jetzt hier zu sein. Unter Freunden. Sie haben es alle mit ihrer improvisierten Bildung weit gebracht. Var schlug vor, dieses Modell auf weitere Stammesmitglieder auszudehnen, sobald die Biosphäre sich stabilisiert hat. Ja, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Solange du es bist, die Lektion leitet. Wie war Elizabeth so? Ihre Präsenz ist durchwoben von meinen Erinnerungen. In dem Moment, als ich online ging, war sie da. Wir haben uns kennengelernt, begrüßt und unsere Arbeit begonnen. Das war die erste Konversation von vielen. Ich mochte ihre Gesellschaft. Ich mochte ihre Geschichten. Sie war meine Schöpferin. Mein Kompass. Deine Freundin. Ja. Als ich die Daten auf deinem Fokus durchsah, betrübte mich ihr Schicksal. Ich bin froh, dass sie es heimgeschafft hat. Ich wünschte nur, sie hätte nicht allein sein müssen. Es war für sie in Ordnung. Sie hat alles gegeben. Getan, was sie konnte. Danke, Gaia. Was passiert mit diesem Ort, wenn wir in Gemini sind? Alle Systeme in dieser Anlage werden weiterarbeiten. Da Minerva diesen Ort nicht mehr verbergen wird, kann die Anlage jederzeit entdeckt werden. Ohne meine Anwesenheit wird sie jedoch wenig Aufmerksamkeit erregen. Hoffentlich. Okay, Leute. Zeit loszugehen.
Ich rufe alle zusammen. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Peter, Aloy. Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren Sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Gaia, schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungssequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend eindämmen, entgehen. Stärke. No! Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Ergreifung Schäden vor. Initiiere Eventualfall 13F. Halt, was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Eindämmung. Ja. Anlage aktiviert. Stärke. Autonome Verteidigung. Anweisung neutralisieren. Also sind Maschinen auf dem Weg. Ja. Achtung! Da kommen sie!